Hallo meine Lieben und willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute geht es hier auf meinem Kanal schon wieder weiter mit True Crime und diesmal habe ich mir einen Fall ausgesucht, der sich Ende der 80er Jahre im US-Bundesstaat Kalifornien ereignet hat. Ein sehr, sehr großer und wie ich finde auch bekannter Fall mit einem ebenso sehr, sehr langen Gerichtsprozess, der in diesem Video, wie immer, wenn ich Fälle mache, wo es Gerichtsverhandlungen gibt, wieder sehr, sehr viel Raum bekommen wird. Es geht um eine nach außen hin intakt glückliche Bilderbuchfamilie, die noch dazu ein Leben im Überfluss führte, in der Stadt der Schönen und Reichen, in Beverly Hills. August 1989. Am Ende des Elm Street Drive, einer der nobelsten Gegenden in Beverly Hills, steht am Ende einer Straße eine wunderschöne, riesengroße weiße Villa. In dieser Villa lebt José Menéndez mit seiner Familie, seiner Ehefrau Kitty und seinen beiden Söhnen, dem 18-jährigen Eric und dem 22-jährigen Lyle. José, das Familienoberhaupt, wurde in Kuba geboren und wuchs dort auch auf. Allerdings kam er bereits mit 16 Jahren in die USA, wo er dann an der Universität von Illinois Wirtschaft studierte. Während seines Studiums lernte er dann auch seine spätere Ehefrau Mary Louise, genannt Kitty, kennen. In den frühen 80ern war José Menéndez ein unheimlich erfolgreicher Geschäftsmann. Er baute sich eine Firma auf, kaufte für seine Familie ein großes Haus in einer der schicksten Gegenden von Beverly Hills, galt als zielorientiert, hochintelligent und fleißig. Allerdings hatte José wohl auch eine ganz andere Seite. Arrogant, unhöflich und vor allen Dingen sehr aggressiv gegenüber seinen Mitarbeitern soll er gewesen sein. Darüber hinaus war José auch kein guter Ehemann. Er betrog Kitty und hatte in den Jahren mehrere Affären. Auch gegenüber seinen Söhnen war er eigentlich schon von Anfang an unheimlich streng und fordernd. Er trieb sie zu Höchstleistungen an und wollte immer über ihren Tagesablauf Bescheid wissen. Die ganze Familie stand also unter seiner strengen Kontrolle. Vor allen Dingen aber die Abendessen, die traditionell auf José Menéndez Wunsch immer gemeinsam eingenommen werden mussten, kam es teilweise zu bizarren Szenen. So stellte José seinen Söhnen immer beim Abendessen verschiedene Fragen, die sie auch auf Knopfdruck beantworten mussten. Wenn sie einmal eine Frage nicht beantworten konnten, dann bekamen sie einen Schlag auf den Hinterkopf, wurden als Dummköpfe und Versager bezeichnet und José erklärte ihnen, dass sie auf Fragen nach aktuell politischen Ereignissen oder auch zum Beispiel auf historische Fragen zu vergangenen Dingen, die passiert sind, immer sofort Antworten parat haben müssten, wenn sie in ihrer Zukunft erfolgreich sein wollen. Vor allem aber, was den Sport angeht, drillte José seine Söhne Lyle und Eric geradezu. Er wollte auf keinen Fall, dass die beiden in einem Mannschaftssport aktiv sind. Denn wenn man in einer Mannschaft ist und gewinnt, dann muss man den Sieg teilen. Darum wollte er, dass Eric und Lyle jeweils eine Sportart wie zum Beispiel Tennis machen, wo sie als Einzelkämpfer und auch als Sieger glänzen konnten. Denn ein Platz 2, keine Option für einen Menéndez. Umso älter die beiden wurden, umso besser wurden ihre Leistungen, sowohl in der Schule als vor allen Dingen aber auch im Sport. Lyle, der ältere der beiden, spielte einen Pokal nach dem anderen im Tennis ein. Jedoch wurde er zur Missbilligung seines Vaters erst beim zweiten Anlauf an der renommierten Universität in Princeton angenommen. Er wurde zwar dort angenommen, doch das währte nicht sehr lange. Denn gerade mal anderthalb Jahre, nachdem Lyle in Princeton angefangen hatte, wurde er suspendiert. Er hatte bei einer Prüfung abgeschrieben. Trotz seines Rauswurfs wollte Lyle auf keinen Fall wieder nach Kalifornien zurück. Auf keinen Fall wieder nach Hause. Er hatte sich in Princeton verliebt und wollte mit dieser jungen Frau gemeinsam, trotz seines Rauswurfs, seinen großen Traum erfüllen. Ein eigenes Restaurant aufzumachen. Doch als er seinen Vater darüber informierte, dass er nicht nach Hause kommt, sagte ihm José auf den Kopf zu, dass er diese Schnapsidee von einem Restaurant sich gefälligst aus dem Kopf schlagen soll. Genauso wie seine aktuelle Freundin. Die wäre, wie alle anderen bisher auch, sowieso nur auf sein Geld aus. Kurz vor den Sommerferien 1989 beendete Lyle seine Beziehung zu diesem Mädchen und kehrte zurück nach Kalifornien. Und das, obwohl Lyle eindeutig der stärkere Charakter der beiden Kinder war. Eric kam mit den Erziehungsmethoden seiner Eltern vor allen Dingen
denen seines Vaters überhaupt nicht zurecht. Bereits als Kind war er hochsensibel, zurückhaltend und schüchtern und knirschte oftmals nächtelang so laut mit den Zähnen, dass Lyle, der nur ein Zimmer neben ihm schlief, davon aufwachte. Außerdem hatte er chronische Bauchschmerzen und bekam, obwohl er es immer wieder versuchte, von seinem Vater kaum Aufmerksamkeit. Deswegen hing Eric ganz besonders an seiner Mutter Kitty. Doch die hatte sich in den letzten Jahren sehr verändert. Teilweise zog sie sich schon mitten am Tag in ihr dunkles Schlafzimmer zurück. Sie schluckte viele Tabletten, trank sehr viel Alkohol und verfiel in sehr, sehr starke Depressionen. Trotz dieser Einschränkungen, die Eric hatte, entwickelte er sich sehr gut. Vor allen Dingen im Sport. Er spielte brillant Tennis, genau wie sein Bruder, und er brachte in der Highschool auch überdurchschnittliche Leistungen. Jedoch gerade in den letzten Jahren in der Highschool fiel Erics Lehrern auf, dass er unheimlich nervös wirkte. Das war er bereits als Kind, aber das Ganze steigerte sich, so hatten sie den Eindruck, immer mehr. Er hatte extrem Probleme, wenn er einen Vortrag halten musste, und fing auch oftmals an, dann zu stottern oder überhaupt nicht mehr weitersprechen zu können. Als José und Kitty einmal in der Schule waren und mit der Lehrerin über Erics Leistungen gesprochen hatten, die, wie gesagt, hervorragend waren, sprach die Lehrerin das trotzdem an. Anschließend wurde Eric von seinem Vater geschlagen und er bezeichnete ihn auch als Versager. Unter anderem auch sagte er das zu der Lehrerin. Eric schaffte es aber ohne Probleme im Juni 1989 die Highschool abzuschließen. Sein einziges Ziel? Dasselbe wie das seines Bruders anderthalb Jahre zuvor. Raus von zu Hause. Unbedingt außerhalb zu studieren. Er hatte sich sogar schon einige Wochen vorher ein Zimmer in einem Wohnheim an einer Uni außerhalb von Kalifornien organisieren können. An dem Abend des Highschool-Abschluss eröffnete er seinen Eltern, dass es sein größter Wunsch ist, ebenfalls auswärts studieren zu können. Sein Vater José machte ihm aber sofort einen Strich durch die Rechnung. Auf gar keinen Fall würde er es erlauben, dass sich Eric seiner Kontrolle entziehen würde. Man würde ja an Lyle sehen, was dann passieren würde. Deswegen erlaubte er Eric nicht, dass er das Haus verlässt. Er sagte ihm, dass er definitiv hier in Kalifornien zu studieren hat, denn es wäre José ganz besonders wichtig, dass Eric weiterhin zu Hause wohnen und auch zu Hause schlafen würde. Ein paar Wochen später. Die Stimmung in diesem Sommer 1989 ist extrem angespannt im Hause Menendez. Angespannter, als es eigentlich sonst ohnehin schon üblich ist. Lyle ist seit einigen Wochen von der Ostküste wieder zurück im Haus und es gibt ständig Streitereien und Diskussionen wegen dessen Rauswurf aus Princeton. Auch Erics Traum vom Studium außerhalb des Einflusses seines Vaters ist geplatzt. Kurz vor der Katastrophe, die sich in diesem Sommer 1989 in diesem Haus ereignen sollte, gab es viele Auseinandersetzungen, Streitereien und Diskussionen zwischen den Familienmitgliedern, die stattgefunden haben. Ich werde allerdings erst später im Video genau darauf eingehen, was da gesprochen wurde, wenn wir dann in die Gerichtsverhandlung gehen. Am Freitag, dem 10. August 1989 jedenfalls, sitzen Eric und Lyle gemeinsam im Auto. Ihren Eltern haben sie erzählt, dass sie sich einen Tennisplatz in der Nähe ansehen wollen, weil sie vorhaben, dort vielleicht über den Sommer zu trainieren. Man sollte jetzt eigentlich davon ausgehen, dass ein 22- und 18-Jähriger sich bei ihren Eltern, wenn sie im Sommer irgendwas unternehmen wollen, nicht abmelden müssen. Doch im Hause Menendez, müsst ihr wissen, war das anders. Lyle und Eric mussten sich immer zu Hause abmelden und mussten ihrem Vater auch genau erzählen, wo sie hinfahren. Und wenn sie wieder dann zurückkamen, mussten sie auch, wenn er das verlangt hat, minutiös berichten, was sie getan haben, mit wem sie gesprochen haben und so weiter. Sie erzählen also ihrem Vater, dass sie einen Tennisplatz besichtigen wollen, denn José findet es gut, wenn seine Söhne Sport machen, deswegen hat er nichts dagegen. Allerdings ist es so, dass die beiden nicht einen Tennisplatz besichtigen, sondern sie fahren nach San Diego. Dort betreten sie einige Stunden später ein Waffengeschäft und kaufen sich zwei Jagdgewehre. Auf die Frage des Verkäufers, was sie denn mit diesen Gewehren tun möchten, sagt Eric, wir wollen uns selbst verteidigen. Als die beiden an diesem Abend wieder zurück ins Haus kommen, werden sie von ihrem Vater bereits erwartet. Dieser teilt ihnen mit, dass sie sich für den nächsten Tag, also für den Samstag, nichts vornehmen sollen. Der Grund wäre, dass er beschlossen hätte, mit seiner Familie einen Bootsausflug zu machen.
Immer wenn José Menéndez ein großes Geschäft abgeschlossen hat, hat er sich selbst damit belohnt, dass er Haie angeln geht. Ja, Lyle und Eric hatten wohl wahrscheinlich wieder nicht wirklich Lust darauf, aber der nächste Tag kam und die Familie ist zum Hafen gefahren. Ich möchte über diesen Bootsausflug an dieser Stelle ein bisschen ausführlicher sprechen, weil dieser Tag sehr wichtig ist, denn es ist der Tag vor den Morden. Und was auf diesem Boot passiert ist, ist sehr, sehr wichtig zu wissen. Deswegen werde ich jetzt da ein bisschen eingehender darüber berichten. Die Familie kommt also am Hafen an. Normalerweise war es immer so, wenn José Haie angeln ging, dass er einfach ein Boot mieten konnte und hinausfahren und dann eben dort angeln konnte. Die Regeln haben sich allerdings geändert. Jetzt muss beim Haieangeln mindestens eine Crew von 3 Personen mit dabei sein, abgesehen von den Menschen, die das Boot mieten. Der Captain hat dann im Nachhinein ausgesagt, dass sowohl José als auch Kitty absolut genervt und verärgert über diese Tatsache gewesen sind. José hat gesagt, dass er alleine mit seinen Söhnen und seiner Frau hinausfahren möchte. Aber Regeln sind nun einmal Regeln. Deswegen ja, gab es eine Crew auf diesem Boot. Was der Captain im Nachhinein ausgesagt hat, fand ich sehr, sehr interessant. Denn Kitty und José sollen wohl sofort unter Deck gegangen sein und auch dort die meiste Zeit dieses Tages verbracht haben. Lyle und Eric, so sagt er aus, wären sofort am Bug des Bootes gegangen und hätten sich dort ganz am Rand hingesetzt. Sie hätten die Beine quasi über das Schiff hängen lassen und wären ganz eng zusammengesessen. Was ihm auch noch auffiel, ist, dass es überhaupt keine Interaktionen zwischen den Eltern und den beiden Söhnen gab. Also die waren die ganze Zeit getrennt voneinander. Und was ihm für immer, hat er gesagt, im Gedächtnis bleiben wird, ist, dass es irgendwann einmal während dieses Bootsausfluges so war, dass das Boot von einer Welle getroffen wurde. Von einer sehr hohen Welle, die Lyle und Eric, die ja ganz vorne saßen, komplett von oben bis unten nass gespritzt hat. Also sie waren durchnässt. Aber anstatt jetzt, wie ein normaler Mensch es machen würde, aufzustehen und in die Kabine hinunterzugehen des Schiffes, um sich dort abzutrocknen oder umzuziehen, blieben beide Jungs vorne sitzen. Also der Captain hat gesagt, er hatte den Eindruck, dass sie lieber dort pitchnass und eiskalt sitzen wollen, anstatt jetzt in die Kajüte zu gehen, um dort auf ihre Eltern zu treffen. Also es war eine sehr, sehr bizarre Situation. Er hat auch gesagt, dass die Jungs ihm sehr, sehr ängstlich und verstört vorkamen. Und was er eben auch noch gesagt hat, ist, dass José Menéndez nicht mal eine Angel dabei hatte und er hat auch nicht nach einer Angel gefragt. Also das heißt, dass man jetzt davon ausgehen kann, dass der Grund für diesen Bootsausflug wahrscheinlich nicht Haieangeln war, wenn derjenige, der Haieangeln wollte, es nicht getan hat. Kommen wir jetzt zum nächsten Tag, dem 20. August 1989. In den frühen Abendstunden sitzen Kitty und José im Wohnzimmer. Sie schauen Fernsehen und essen Eiscreme, als die Tür aufgestoßen wird. Das Letzte, was José Menéndez sieht, ist der Lauf eines Jagdgewehrs. Denn einige Sekunden später hat er eine Kugel im Schädel. Kitty versucht aufzustehen und von der Couch Richtung Tür wegzulaufen, als auch sie von mehreren Schüssen getroffen wird, unter anderem ins Bein. Diese Wunde blutet sehr stark, trotzdem versucht Kitty weiterhin wegzulaufen, rutscht allerdings in ihrem Blut, das auf dem Boden bereits sich angesammelt hat, aus und fällt hin. Dann sieht sie ihren jüngsten Sohn, den 18-jährigen Eric, der über ihr steht und der ihr ins Gesicht schießt. Nachdem sie ihre Eltern erschossen haben, fahren Lyle und Eric mit dem Wagen zum Mulholland Drive in Beverly Hills. Dort verstecken sie die beiden Jagdgewehre in einem Gebüsch. Sie wollen ihre Tat vertuschen. Sie wollen sich ein Alibi verschaffen. Deswegen fahren sie in den nächsten Stunden weiter durch die Nacht. Doch um kurz nach Mitternacht kommen sie dann wieder an ihrem Elternhaus an. Lyle ruft dann die 911. Man hört ihn in der Aufnahme sehr stark weinen und auch Eric im Hintergrund laut schreien. Und Lyle sagt am Telefon, dass jemand seine Eltern erschossen hätte. Nicht mal eine Minute später ist die Polizei auch schon an der Villa. Sie verschaffen sich einen ersten Überblick und bitten Lyle und Eric, auf dem Rasen vor dem Haus zu warten. Die Ermittler betreten das Wohnzimmer und finden dort Kitty und José tot niedergestreckt durch mehrere Schüsse. Lyle und Eric werden daraufhin trotzdem aufs
Police Department mitgenommen. Sie sollen aussagen, was sie an diesem Abend getan haben. Beide sagen übereinstimmend, dass sie ihr Elternhaus am frühen Abend verlassen hätten. Ihre Eltern hätten zu dieser Zeit Fernsehen geschaut. Sie wären ins Kino gegangen und anschließend noch herumgefahren. Als sie wieder nach Hause gekommen wären, hätten sie ihre Eltern so vorgefunden. Die Polizei verdächtigt die beiden zunächst überhaupt nicht, denn sie haben keine Schmauchspuren an den Händen und auch nicht an ihrer Kleidung, was sie aber hätten haben müssen, wenn sie so oft, vor allen Dingen in einem engen Raum, mit zwei Jagdgewehren geschossen hätten. Darüber hinaus wären sie aber auch durch ihr Verhalten nicht verdächtig, denn die Polizisten haben auch im Nachhinein ausgesagt, dass sowohl Lyle als auch Eric ehrlich betroffen gewirkt haben. Sie hätten schon viele Menschen vor sich sitzen gehabt, die jemanden verloren haben, und Lyle und Eric haben eben genauso gewirkt, wie wenn sie unter Schock stehen würden und erschüttert darüber wären, dass ihre Eltern tot sind. Bereits am nächsten Tag ist der Fall groß in den Medien. Viele Menschen kannten Kitty und vor allem José Menéndez, der gerade in den letzten Jahren in Beverly Hills viel mit Film- und Musikgrößen zusammengearbeitet hat. Niemand kann sich erklären, wer das Ehepaar auf so brutale Art und Weise hätte umbringen können. Es werden aber hier und da auch Stimmen laut, dass José vielleicht bei seinen Geschäften der Mafia auf die Füße getreten ist und deswegen sterben musste. Es gibt keinerlei Anzeichen für einen Raubmord, denn es wurde ins Haus nicht eingebrochen, es gibt keine Einbruchsspuren und es gibt auch keine eingeschlagenen Fensterscheiben, aber am allerwichtigsten, es fehlt nichts in der Villa. Die Polizei steht zunächst vor sehr vielen Fragezeichen. Sie hoffen auf eine heiße Spur, doch bislang vergeblich. Was der Polizei jedoch auffällt, ist, dass Lyle und Eric Menéndez sich in den Tagen nach dem Mord doch sehr seltsam verhalten. Als die Spurensicherung 3 Tage nach dem Doppelmord gerade einmal halb mit ihrer Arbeit fertig ist, tauchen Lyle und Eric am Haus auf. Sie sind vorübergehend bei ihrem Tennislehrer eingezogen, doch jetzt wollen sie unbedingt in die Villa hinein in ihre Zimmer. Der leitende Ermittler fragt, was sie denn brauchen, und Eric sagt, dass sie ihre Tennisausrüstung benötigen würden, weil sie schließlich trainieren müssen. Das kommt der Polizei seltsam vor. Was aber noch seltsamer für sie ist, ist das Verhalten der Brüder in den Wochen, die dann folgen werden. Denn sie verprassen in dieser Zeit unheimlich viel Geld. Insgesamt $700.000 sollen sie in weniger als 2 Monaten auf den Kopf gehauen haben. Eric bekommt einen neuen Jeep, Lyle kauft sich einen Porsche und 3 Rolex und darüber hinaus werfen sie mit Geld geradezu um sich. Das ist verdächtig, beweist aber erst einmal für die Polizei leider nicht sehr viel. Am 30. Oktober bekommt dann ein Psychologe in Beverly Hills einen Anruf von Eric Menéndez. Dieser bittet um einen Termin. Ich hatte es euch ja zu Anfang des Videos schon gesagt, Eric war ein sehr, sehr instabiler Charakter, schon vor dem Tod seiner Eltern und jetzt natürlich erst recht. Die Familie führt das darauf zurück, dass natürlich seine Eltern tot sind. Ich meine, sie wissen ja nicht, was wirklich passiert ist. Allerdings bricht Eric mittlerweile fast täglich zusammen, hat Weinkrämpfe, also so kann das einfach nicht weitergehen. Deswegen überreden Familienmitglieder ihn, sich jetzt Hilfe zu suchen. Deswegen macht er einen Termin aus, direkt gleich für den nächsten Tag, in der Praxis von einem Arzt namens Jerome O'Zeal. Ich könnte jetzt über diesen Arzt alleine eine Stunde reden, denn er nimmt eine unheimlich große Position in diesem ganzen Fall Menéndez ein. Ich habe mich aber dazu entschlossen, weil es wirklich sehr verschachtelt ist, das jetzt einfach mal kurz für euch zusammenzufassen und ich hoffe, dass ihr ja da gut mitkommt, denn es ist ein bisschen kompliziert, was da jetzt im Einzelnen passiert ist. Eric kommt bereits am nächsten Tag in die Praxis von Dr. O'Zeal, denn der Fall Menéndez, nach wie vor immer noch ungelöst und ein großes Rätsel, ist immer noch in den Schlagzeilen breit vertreten. Deswegen weiß Jerome O'Zeal natürlich, wer Eric Menéndez ist. Am nächsten Tag taucht er also in seiner Praxis auf und die beiden führen ein erstes Gespräch. Und bereits in diesem Gespräch gesteht Eric, der ja völlig fertig ist zu diesem Zeitpunkt, Dr. O'Zeal, dass es Lyle und er gewesen sind, die seine Eltern erschossen haben. Nachdem er diese Information erhalten hat, möchte Dr. O'Zeal sofort mit Lyle sprechen.
Er ruft ihn an und Lyle fährt sofort zur Praxis. Dieser ist fassungslos, als er an der Praxis ankommt und erfährt, dass Eric ihn und sich selbst an diesen Arzt verraten hat. Jetzt gibt es zwei Versionen, wie es dann weiterging, als Lyle in die Praxis kam. Ich erzähle euch beide. Zunächst einmal die von Dr. Ozil. Er behauptet, dass Lyle ihm gedroht hätte, wenn er der Polizei sagt, was Eric ihm gestanden hat, dass er Lyle ihn dann umbringen würde. Lyle Menendez hat im Anschluss gesagt, dass Dr. Ozil den beiden angeboten hätte, Stillschweigen über das Geständnis zu bewahren, wenn diese ihn gut bezahlen würden. Tatsache ist, was dann aber als nächstes passiert, denn dafür gibt es Zeugen. Dr. Ozil hatte eine Geliebte zu dieser Zeit, eine Frau namens Judelon Smith. Und am selben Abend, als Eric ihm dieses Geständnis gemacht hat, da spricht er mit seiner Geliebten und erzählt ihr alles. Er erzählt es ihr nicht nur, sondern er spielt es ihr auch vor, denn Dr. Ozil hat eine sehr interessante und illegale Angewohnheit. Er nimmt sehr, sehr viele Gespräche zwischen ihm und seinen Patienten auf Band auf. Anschließend spielt er sie dann Judelon vor und die beiden machen sich oftmals auch über die Probleme seiner Probanden am Abend lustig, wenn sie auf der Couch sitzen. Dieses Mal allerdings ist es alles andere als lustig, denn Eric Menendez hat den Mord an seinen Eltern gestanden. Und Judelon Smith hat dann später ausgesagt, dass Jerome zu ihr gesagt hätte, dass er mit dieser Aufnahme unheimlich viel Geld verdienen kann, denn Lyle und Eric müssten ihn jetzt sehr gut bezahlen, dass er nicht zur Polizei geht. Also kann man davon ausgehen, dass die Aussage von Lyle, die er dann später gemacht hat, schon stimmt, dass ihn Ozil quasi mit dem Geständnis erpresst hat. Wie auch immer, einige Wochen später trennt sich Jerome Ozil von Judelon Smith. Diese ist so erbost darüber, dass er sie abserviert hat, dass sie das Band mit dem Geständnis stiehlt und es dann der Polizei übergibt. Diese Tonbandaufnahme ist natürlich ausschlaggebend dafür, was als nächstes passiert. Die Brüder waren ohnehin in den letzten Wochen schon immer mehr in den Fokus der Ermittler gerückt. Jetzt allerdings ist die Sache für sie klar. Lyle wird verhaftet im März 1990, als er gerade aus seinem Auto vor seinem Haus aussteigt. Eric ein paar Tage später. Er ist zu dieser Zeit, als sein Bruder verhaftet wird, im Ausland in Jerusalem auf einem Tennisturnier, wird aber dann auch direkt am Flughafen verhaftet. Beide werden ins Beverly Hills County Gefängnis gebracht und sitzen dort erst einmal in Untersuchungshaft. Eric ist in den ersten Wochen im LA County Gefängnis stark selbstmordgefährdet. Die Gefängnisleitung beschließt, ihm jetzt einen Psychotherapeuten in die Zelle zu schicken, denn Eric könnte sich jederzeit etwas antun und das muss natürlich auf jeden Fall verhindert werden. Es kommt also ein Arzt zu ihm und führt ein erstes Gespräch. Und dieser Psychologe stellt fest, dass Eric erstens einmal unter unheimlich schweren Depressionen leidet, aber zweitens sagt er, dass hier irgendetwas nicht stimmen würde. Irgendetwas würde nicht passen. Denn abgesehen von dem Geständnis, das er gemacht hat, dass er und sein Bruder es waren, die ihre eigenen Eltern getötet haben, hatte der Psychologe aufgrund eben auch seiner Erfahrung das Gefühl, dass hier einfach noch mehr dahinter steckt. Er versucht herauszufinden, was der Grund für diese Tat war und führt über die nächsten vielen Wochen und Monate fast täglich Gespräche mit Eric und später dann auch mit Lyle, der zunächst einmal überhaupt nichts sagt. Doch mit den Wochen, die vergehen, öffnet sich vor allen Dingen Eric immer mehr und erzählt eine wirklich unglaubliche Geschichte. Und später dann erzählt sie auch Lyle. Wie auch immer, im August 1990, knapp ein Jahr nach der Tat, werden Lyle und Eric wegen Mordes angeklagt. Ausschlaggebend hierfür in erster Linie die Tonbandaufnahme mit Erics Geständnis. Normalerweise werden solche Tonbandaufnahmen nicht als Beweismittel vor Gericht zugelassen. Diesmal allerdings entscheidet sowohl der Richter und dann im Anschluss auch der oberste Gerichtshof anders darüber. Es geht um einen brutalen Doppelmord. Das Band wird zugelassen. Im Übrigen steht auch bereits vor dem Prozess die Meinung der Öffentlichkeit fest.
Diese beiden verwöhnten Bengel hätten ihre lieben, fürsorglichen Eltern aus Habgier erschossen. 1993 beginnt er dann, der Prozess gegen die Menendez-Brüder. Mit dabei die Öffentlichkeit. Denn Court TV überträgt die komplette Verhandlung live im Fernsehen. Überall sind Kameras aufgestellt, sodass jeder mitbekommen kann, was dort in diesem Gerichtssaal genau abläuft. Eric und Lyle haben bereits im Vorfeld über ihre Anwälte verlauten lassen, dass sie zugeben, dass sie es waren, die ihre Eltern erschossen haben. Jedoch plädieren sie am ersten Prozesstag, als sie vom Richter gefragt werden, trotzdem auf nicht schuldig. Denn sie sagen, sie hätten in Notwehr gehandelt. Die Staatsanwaltschaft unter der Leitung von Generalstaatsanwältin Pamela Bozanic und ihrem Co-Kanzler Lester Koriyama allerdings, die sind sich sicher, den Geschworenen hier einen wasserdichten Prozess präsentieren zu können. Angefangen mit dem Motiv, das auch das erste ist, was sie in ihrem Eröffnungsplädoyer anführt. Das würde ganz klar auf der Hand liegen. Habgier. Das Verhalten der Brüder direkt nach dem Mord würde das alleine ja schon mal zeigen. Über 700.000 Dollar hätten sie direkt, nachdem ihre Eltern getötet worden sind, erst einmal verprasst. Und nicht zu vergessen das Vermögen, das sie geerbt hätten. 14 Millionen Dollar. Darüber hinaus führt sie an, dass die beiden auch über den Mord an sich, den sie ja mittlerweile zugeben, gelogen hätten. Das ist eindeutig ein Zeichen dafür, dass sie ihre Tat hätten vertuschen wollen. Sie erinnert an den Notruf, der dann auch im Gericht abgespielt wird, den Lyle gemacht hat bei der 911, wo er behauptet hat, jemand hätte seine Eltern getötet. Auch dass die beiden die Jagdgewehre, die zwar nicht mehr gefunden werden konnten am Mulholland Drive, aber dass sie gekauft hätten, wäre eindeutig. Der Verkäufer konnte sich an sie erinnern und außerdem wären Quittungen gefunden worden. Deswegen fordert sie lebenslänglich ohne die Chance auf Bewährung. Für Eric und auch für Lyle, den sie als Kopf dieses Doppelmordes bezeichnet. Aber natürlich haben auch die Brüder eine Verteidigung. Lyle wird von Jill Lansing und Eric von Leslie Abramson vor Gericht vertreten. Die beiden haben den Fall gleichzeitig übernommen, als Eric und Lyle noch im Gefängnis in Untersuchungshaft waren. Vor allen Dingen Leslie Abramson ist für ihre unheimliche Leidenschaft bekannt und auch dafür, dass sie alles dafür tut, ihrem Mandanten einen fairen Prozess zu ermöglichen. Dabei ist es ihr völlig egal, was die Presse oder die Öffentlichkeit sagt und wem sie dabei auch auf die Füße tritt. Sie gilt als Hai, als harter Brocken mit einem großen Herzen. Und auch ich muss sagen, die ja den Prozess komplett geschaut hat, dass es beeindruckend für mich gewesen ist, eine so brillante, leidenschaftliche Strafverteidigerin wie Leslie Abramson es gewesen ist, in diesem Prozess zu verfolgen. Sie war eine so charismatisch, wortgewandte und dann auch wieder gleichzeitig exzentrische Persönlichkeit, die mich wirklich beeindruckt hat. Es war eine Freude, wenn man das unter diesen Umständen überhaupt sagen darf, sie vor Gericht in Aktion zu erleben. Und dass sie genauso genial ist, beweist sie bereits in ihrem Eröffnungsplädoyer. Nachdem die Staatsanwaltschaft vor der Jury zum ersten Mal gesprochen hat, ist jetzt Leslie Abramson an der Reihe. Und der erste Satz ihres Eröffnungsplädoyers ist eigentlich unvergesslich. Denn sie sagt, die Frage, die Sie sich stellen müssen, verehrte Geschworene, und die einzige Frage, die in diesem Prozess entscheidend ist, ist nicht, wer die Morde begangen hat, sondern warum sie begangen wurden. José Menéndez quälte seine Söhne bereits als Kleinkinder. Durch diesen schweren körperlichen und auch psychischen Missbrauch und durch seinen brutalen, kontrollierenden, manipulierenden Charakter, so sagt Leslie Abramson, hätte er seine Söhne gedrillt, als wären sie hier beim Militär. Dann spricht sie das aus, worüber viele bereits im Vorfeld spekuliert hatten, nämlich, dass José seine Söhne auch sexuell missbraucht haben soll. Bei Lyle, seinem älteren Sohn, begann das im Alter von 6 Jahren und endete, als er 13 war. Bei Eric begann es ebenfalls mit 6 und endete aber gar nicht. Leslie Abramson erzählt in ihrem Eröffnungsplädoyer, dass gerade einmal 2 Wochen vor den Morden Eric mit 18 Jahren zum letzten Mal von seinem Vater missbraucht worden ist. Lyle und Eric hätten zwar als Kinder gewusst, dass ihr Vater ihnen beiden das antut, allerdings hätten sie
niemals miteinander darüber gesprochen, denn sprechen durfte man darüber überhaupt nicht. Als Lai jetzt aber in diesem Sommer 1989 nach seinem Rauswurf aus Princeton nach Hause in sein Elternhaus kommt, da erwartet ihn Eric. Er möchte mit seinem Bruder sprechen und die beiden setzen sich am ersten Abend nach Lyles Ankunft im Poolhaus zusammen. Nach einem Streit mit seiner Mutter ist Lyle sehr aufgebracht und die beiden diskutieren miteinander. Während dieser Diskussion öffnet Eric sich seinem älteren Bruder und spricht zum ersten Mal den sexuellen Missbrauch an. Lyle geht davon aus, dass das auch bei Eric schon, genau wie es bei ihm war, vorbei ist. Allerdings sagt Eric, dass sein Vater ihn nach wie vor immer noch schwer missbraucht. Und dass er jetzt auch keine Chance hätte, dem jemals zu entkommen, denn er wollte ja jetzt nach seinem Highschool-Abschluss unbedingt auswärts studieren, dem Ganzen entkommen, so wie Lai. Doch sein Vater hat darauf bestanden, dass er, vielleicht erinnert ihr euch, gerade die Nächte zu Hause verbringt und außerhalb seiner Kontrolle studieren, auf keinen Fall. Als Lai von seinem Bruder erfährt, an diesem Tag, dass dieser sexuelle Missbrauch immer noch weitergeht, da ist er außer sich und er verspricht Eric, das zu regeln. Und genau das, so sagt Leslie Abramson in ihrem Eröffnungsplädoyer weiter, hätte Lyle dann wohl an diesem Abend auch getan. Denn er konfrontiert seinen Vater. Er spricht ihn an und sagt, dass er weiß, was er mit Eric immer noch tut. Und dass er auch nicht vergessen hat, was er ihm angetan hat und dass das jetzt aufhört. Und wenn er nicht damit aufhören würde, dann würden sie beide zur Polizei gehen. Daraufhin hätte sein Vater ihn ausgelacht und gesagt, dass ihm ohnehin niemand glauben würde. Und wenn er jemals oder auch Eric darüber sprechen würde, das hätte er ihnen bereits als Kinder gesagt, dann würde er sie töten. Und das gilt auch jetzt immer noch. Am nächsten Tag ist dann dieser Bootsausflug, von dem ich euch vorher schon berichtet habe. Und Lyle und Eric sind sich sicher, dass sein Vater nach der Drohung vom Vortag jetzt ernst machen möchte. Sie gehen davon aus, dass sie beide auf diesem Ausflug getötet und anschließend dann im Meer entsorgt werden sollen. Sie sind sich sicher, dass José sich diese Drohung nicht gefallen lässt und versucht, sie jetzt loszuwerden. Deswegen wollen sie eigentlich auch beide nicht mit auf diesen Ausflug, doch es bleibt ihnen keine andere Wahl. Das soll auch im Übrigen der Grund gewesen sein für das seltsame Verhalten auf dem Boot, das durch den Kapitän dann auch später im Prozess beschrieben wurde. Dass Lyle und Eric sehr, sehr ängstlich und verstört gewirkt hätten und eben immer versucht hätten, während dieses Bootsausfluges nicht mit ihren Eltern zusammenzukommen. Das würde auch laut Leslie Abramson dafür sprechen, dass der Kapitän festgestellt hätte, dass sowohl Kitty als auch José absolut genervt davon gewesen sind, dass eine Crew an Bord ist. Sie hatten den Eindruck, dass sie unbedingt alleine mit ihren Söhnen dort aufs Meer hinausfahren wollten. Nach diesem Bootsausflug sind sich Lyle und Eric dann wohl sicher, dass ihre Eltern sie umbringen wollen. Wenn es jetzt nicht auf offenem Meer geklappt hat, dann fällt ihrem Vater sicherlich etwas anderes ein. Deswegen besorgen sie sich die Schusswaffen, dass sie sich im Notfall verteidigen können. So argumentiert Leslie Abramson. Am Abend der Morde hätte es eine Auseinandersetzung zwischen Lyle und zunächst einmal seinem Vater José gegeben. Denn Lyle wollte mit Eric wegfahren. Die beiden wollten einfach raus. Doch José hätte sich ihm in den Weg gestellt und gesagt, dass die beiden heute Abend garantiert nicht das Haus verlassen werden, denn es müsste hier einiges geklärt werden. Daraufhin hätte Lyle trotzdem versucht, aus der Tür zu laufen und auch Eric hätte versucht, seinem Bruder zu folgen, doch sein Vater hätte ihn geschlagen und ihn die Treppe hinauf in sein Zimmer gezogen und die Tür zugeworfen. Lyle hätte dann mit seinem Vater noch eine Weile diskutiert, doch dann wäre seine Mutter Kitty dazu gekommen, hätte Lyle am Hemd gepackt, hätte ihn geschüttelt und hätte zu ihm gesagt, du hast die Familie zerstört. Ja, dann sind die beiden ins Wohnzimmer gegangen und Lyle ist zu seinem Bruder Eric hinaufgelaufen. Sie hätten die Waffen geholt, wären nach unten gestürmt, denn sie wären sich sicher gewesen, dass es heute Nacht soweit sein würde. Ihre Eltern hätten vor, sie aus dem Weg zu räumen. Und daraufhin wären sie dann ins Wohnzimmer gestürmt und ihnen sozusagen zuvorgekommen und hätten sie dann erschossen. Zugegeben, als ich zum ersten Mal diese
Geschichte, wie das aus der Sicht von Lyle und Eric gewesen sein soll und was sie sich gedacht haben und wie sie diesen Doppelmord für sich rechtfertigen gehört habe, da habe ich mir auch gedacht, Und auch die Staatsanwaltschaft lässt ganz klar erkennen, dass für sie das alles überhaupt gar keine Rolle spielt. Schließlich würden hier nicht Kitty und José Menéndez vor Gericht stehen, sondern ihre Söhne. In den nächsten Tagen ruft die Staatsanwaltschaft viele Zeugen auf, darunter natürlich Polizisten, Ermittler, Forensiker, aber auch Dr. Ozil und auch Judelon Smith, die noch einmal über das Geständnis auf Tonband aussagen. Als die Gerichtsmedizin am Zug ist und die Staatsanwaltschaft diese befragt, da wird genau beschrieben, wie Kitty und José eigentlich zu Tode gekommen sind. Jede einzelne Schusswunde wird besprochen und am Ende, da hält Pamela Bozanic der Jury das Bild von Kitty Menéndez zerschossenem Gesicht vor die Nase und sagt, das ist die Frau, die sie geboren hat und das ist das, was sie mit ihr gemacht haben. Jetzt ist die Verteidigung an der Reihe. Und ich möchte hier kurz eine Warnung rausschicken, denn auch mich hat der Prozess, als es dann in die Verteidigung ging, sehr mitgenommen, was vor allen Dingen an den vielen emotionalen Aussagen gelegen hat, die da gemacht worden sind. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit ihr von etwas getriggert seid, aber die Zeugen, die jetzt für die Verteidigung aussagen, sind viele Familienmitglieder, die bezeugen werden, was sich hinter den Mauern dieser Villa abgespielt hat. Wenn ihr also empfindlich seid, was körperlichen oder psychischen, aber vor allen Dingen auch sexuellen Missbrauch angeht, wenn euch das triggern kann, wenn ihr euch das selbst so einschätzt, dann bitte ich euch, das jetzt alles zu überspringen und ich werde euch eine Zeit einblenden, wo ich dann mit diesen Zeugenaussagen durch bin. Kittys Nichte, Diane Hernandez, ist eine der ersten Zeuginnen, die für die Verteidigung aussagen. Sie erzählt, dass sie im Alter von 16 Jahren, als sie in Kalifornien studiert hat, circa 6 Monate lang bei ihrer Tante Kitty und ihrem Onkel José gewohnt hat. Dabei wären ihr einige seltsame Dinge aufgefallen. Zunächst einmal hatte sie immer den Eindruck, dass die beiden eine gute Ehe führen. Doch als sie dann im Haus gelebt hat, fiel ihr auf, dass es keinerlei Liebe oder Zuneigung zwischen den beiden gab. Nur wenn eine Kamera in der Nähe war, haben sie sich umarmt und gelächelt. Ansonsten war es eher sehr kalt. Die Stimmung allgemein war sehr frostig und auch wenn sie sehr gut behandelt wurde, hatte sie den Eindruck, dass Kitty überhaupt keine Liebe oder Zuneigung auch für ihre beiden Söhne übrig hatte. Eines Tages, so sagt sie weiter aus, wäre sie unten in ihrem Schlafzimmer gewesen, als Lyle an ihrer Tür geklopft hätte. Er wäre damals 7 Jahre alt gewesen und hätte sie gefragt, ob er bei ihr im Zimmer schlafen dürfe. Als sie ihn fragte, warum er nicht in seinem eigenen Zimmer schlafen will, sagte Lyle, dass er Angst hat, dass sein Vater kommt und ihn wieder da unten anfassen würde. Diane ist zu diesem Zeitpunkt 16 Jahre alt und sie hat dann auch ausgesagt, dass ihr dieses Gespräch etwas unangenehm war mit diesem 7-jährigen Lyle, der das zu ihr gesagt hat. Und sie wusste auch nicht wirklich, was sie mit dieser Information jetzt anfangen soll. Sie stand auch so ein bisschen unter Schock, würden wir wahrscheinlich alle, wenn wir so etwas hören würden. Aber nichtsdestotrotz, sie beschließt, ihre Tante Kitty am nächsten Tag damit zu konfrontieren. Sie geht in die Küche und sagt ihr, was Lyle ihr erzählt hat. Daraufhin soll sich Kittys Gesicht versteinert haben. Sie soll Lyle am Arm gepackt haben, der draußen gespielt hat, und ihn hinauf in sein Zimmer geschleift und die Tür hinter ihm zugeworfen haben. Anschließend wäre sie wieder in die Küche hinuntergekommen und hätte zu ihrer Nichte gesagt, siehst du, das ist der Grund, warum ich nie Kinder wollte. Sie treiben einen Keil zwischen einem Ehemann und einer Ehefrau. Ein paar Monate später war Kittys Neffe im Haus zu Gast. Er erinnert sich ebenfalls an einen sehr bizarren Vorfall. Er spielte mit Lyle in dessen Zimmer und sie hatten auf dem Bett ein Brett mit Figuren aufgestellt, wo sie gespielt haben. Eine der Figuren wäre auf den Boden hinuntergefallen und er hätte sich nach unten gebeugt, um sie aufzuheben. Dabei wäre sein Blick unter Lyles Bett gefallen, wo er eine Tupperdose entdeckt hatte. Als er sie vorzog, hätte Lyle noch versucht, ihm die Dose aus der Hand zu reißen. Allerdings wäre es zu spät gewesen, er hätte sie bereits geöffnet und in dieser Dose wären Exkremente gewesen, Kot.
Daraufhin hätte er Lyle gefragt, warum er so etwas unter seinem Bett stehen hat. Und Lyle hätte geantwortet, dass er nicht ins Badezimmer möchte, denn im Badezimmer müsse er sich immer ausziehen und dann würde es wehtun. Deswegen macht er lieber in diese Dose und versteckt das dann unter seinem Bett. Als einmal die Großfamilie von José Menéndez über ein viertes Juliwochenende ebenfalls in der Villa übernachtet, da trifft Eric auch auf seinen gleichaltrigen Cousin Andy Kano. Und dieser sitzt auch im Zeugenstand und sagt aus, dass sein zu dem Zeitpunkt 7-jähriger Cousin Eric ihn bei diesem Besuch einmal gefragt hätte, ob auch sein Vater ihn massieren würde. Andy war zu dieser Zeit auch gerade mal 7 Jahre alt und wusste nicht genau, was Eric meint. Und er hätte ihn genauer gefragt, wie er das meinen würde. Und Eric hätte erzählt, dass sein Vater ihn eben an seinen Genitalien berühren würde und ihm auch wehtun würde. Und er wollte wissen, ob das bei Andy das Gleiche ist. Der hat das dann verneint. Und als er im Zeugenstand saß, hat er gesagt, dass er das niemals vergessen hat, dieses Gespräch, weil er niemals die Angst in Erics Augen vergessen konnte in den Jahren danach. Denn er hatte ihn gebeten, das niemals jemandem zu erzählen, sonst würde sein Vater ihn umbringen. Und deswegen hat Andy das auch nie getan. Einige Monate später, so sagt er im Zeugenstand weiter aus, wäre er erneut übers Wochenende im Haus seines Onkels und seiner Tante gewesen. Dort hätte er mit Eric und Lyle in Erics Zimmer gespielt, als José zur Tür hereinkam. Er hätte Eric und Lyle mit sich ins Badezimmer genommen und als Andy auch mit hineingehen wollte, hätte sein Onkel ihm das verboten. Das, so hat er gesagt, wäre ein Spiel, das er nur mit Eric und Lyle spielt und Andy nach unten geschickt. Ja, dieser wäre dann nach unten gegangen, wo in der Küche seine Tante Kitty gewesen wäre. Andy langweilte sich dann, weil das Ganze so lange gedauert hat und versuchte 45 Minuten, nachdem José mit seinen Söhnen im Bad verschwunden ist, nach oben zu kommen. Kitty hätte ihn dann allerdings festgehalten und zu ihm gesagt, dass er auf gar keinen Fall nach oben gehen darf. Nach ungefähr einer Stunde ist dann José und Eric und Lyle wieder aus dem Badezimmer herausgekommen und Andy hätte noch gesehen, dass Eric weinend in sein Zimmer gelaufen ist. Dann betritt José Menéndez eigene Schwester den Zeugenstand. Sie sagt aus, dass sie eines Nachmittags von Kitty zum Tee eingeladen worden wäre und die beiden im Garten auf der Veranda gesessen hätten, als José den 7-jährigen Lyle hinter sich am Arm hergezogen hätte. Er hätte ihn dann im Garten an eine extra dafür vorgesehene Reckstange gehängt, die ungefähr 3 Meter über dem Boden war. Sie hätte mitbekommen, dass ihr Bruder zu Lyle gesagt hat, dass er jetzt da hängen bleibt und zwar so lange, bis er ihm erlaubt loszulassen. Und wenn er vorher loslassen würde, dann würde er etwas erleben. Lyle wäre dann an dieser Reckstange ungefähr 3 bis 4 Minuten gehangen, bis ihm dann die Tränen runtergelaufen sind und er knallrot im Gesicht gewesen und irgendwann einmal einfach ausgelassen hätte, weil er sich offensichtlich halt nicht mehr halten hat können und er wäre dann eben hinunter auf den Boden gefallen. Kitty hätte daraufhin wohl nur den Kopf geschüttelt und das Gespräch dann irgendwie weitergeführt. José hätte dann Lyle gepackt und wäre aus dem Garten hinausgegangen. Ein weiterer Zeuge sagt aus, dass er einmal eine Beobachtung an einem nahegelegenen See gemacht hätte, die ihn sehr, sehr beunruhigt hätte. Nämlich hätte er gesehen, dass José mit seinem damals 6-jährigen Sohn Eric in einem Boot mitten auf den See hinausgefahren und Eric dort ins Wasser geschubst hätte. Dieser hätte mit seinen 6 Jahren noch nicht einwandfrei schwimmen können und José wäre trotzdem mit dem Boot zurück ans Ufer gefahren und hätte Eric dort mitten am See allein gelassen. Der Zeuge hat dann gehört, dass José gerufen hat, du bist jetzt auf dich gestellt und Eric dann mit Mühe und Not es halbwegs geschafft hat, ans Ufer zu kommen, aber er hätte genauso gut auch ertrinken können. Im Anschluss dann ruft Leslie Abramson die beiden Brüder nacheinander selbst in den Zeugenstand. Lyle fängt an und er erzählt von seiner Kindheit, er erzählt vom Verhältnis zu seiner Mutter, vom Missbrauch durch seinen Vater und er erzählt in dieser ersten Aussage auch, dass er selbst seinen kleinen Bruder Eric
etwas angetan hat, als sie noch Kinder waren. Ich muss sagen, dass diese Aussage für mich dann auch an irgendeinem Punkt wirklich nur noch schwer auszuhalten war und Lyle bricht da auch in Tränen aus, als er das aussagt und die Kamera schwenkt auch auf Eric, der auf der Anklagebank neben Leslie Abramson sitzt und man sieht, dass er das auch jetzt hier zum ersten Mal aus dem Mund seines Bruders hört und seine Ader hier an der Schläfe, die tritt so weit hervor, man sieht wirklich, wie sein ganzer Kopf rot wird, wie er die Zähne zusammenbeißt. Das ist eine sehr, sehr extreme Aussage gewesen von Lyle. Kurz danach ist er aber dann selbst im Zeugenstand und auch er erzählt von seiner Kindheit, er erzählt vom Missbrauch durch seinen Vater, er sagt, dass sein Vater ihm von Anfang an gesagt hat, dass das, was sie hier tun, ein großes Geheimnis wäre, ein Geheimnis, das Eric zu etwas Besonderem macht, weil nur sie beide es miteinander teilen. Eric wäre das am Anfang schon sehr unangenehm gewesen. Er hätte nicht recht gewusst, was er darüber denken soll. Doch sein Vater hatte ihm immer gesagt, dass das ganz normal sei. Er hätte ihm Bücher, Geschichtsbücher von den alten Griechen und den Römern vorgelegt und hätte ihm erklärt, dass das Männer schon immer miteinander tun und dass es auch Väter mit ihren Söhnen tun und dass das völlig normal ist, denn später in seinem Leben würde er dann erfolgreicher werden, vor allen Dingen im Sport. Denn auch die Griechen und die Römer hätten das vor den Schlachten immer getan und dann hätten sie immer gesiegt. Das erzählt er seinem 6-jährigen Sohn. Lyle hat im Übrigen Ähnliches berichtet, dass sein Vater auch in seinem Zimmer diese Bücher aufbewahrt hat und ihm immer wieder Passagen daraus vorgelesen hat. Es sind sage und schreibe 51 Zeugen, die in diesem Prozess für die Verteidigung alleine deswegen im Zeugenstand sitzen, um über José Menéndez als Mensch auszusagen. Und niemand dieser 51, Arbeitskollegen, Freunde, Tennislehrer, sogar die eigene Familie, hat auch nur ein einziges positives Wort über diesen Menschen zu sagen. Niemand. Das fand ich sehr deutlich. Im Anschluss an diese Aussagen legt Leslie Abramson der Jury einige Bilder vor. Bilder, die im Haus der Menéndez hinter einem Schrank in einem Schuhkarton gefunden wurden. Darauf zu sehen Eric und Lyle, nackt, als kleine Kinder, in eindeutigen Positionen. Anschließend werden dann von der Verteidigung auch noch mehrere Psychologen in den Zeugenstand gerufen, unter anderem diejenigen, die sowohl mit Eric als auch mit Lyle bereits in der Untersuchungshaft über viele Stunden, teilweise bis zu 150 Stunden lang gesprochen haben und wo sie zum ersten Mal über den Missbrauch berichtet haben. Aber auch ein renommierter Psychiater namens Dr. William Vickery, der ebenfalls mit beiden während der Haft gesprochen hat, wird aufgerufen und erklärt, dass nach seiner professionellen Einschätzung dieser sowohl körperlich als auch psychisch, aber vor allen Dingen sexueller Missbrauch stattgefunden hat. Als die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung im Dezember vor der Jury ihre Abschlussplädoyers halten, liefern sie sich einen erbitterten Schlagabtausch. Generalstaatsanwältin Pamela Bosanic bekräftigt noch einmal, dass es hier überhaupt nicht in diesem Prozess darum gehe, Kitty und José Menéndez etwas anzuhängen. Denn nur weil diese, und ich zitiere sie hier einmal, nicht perfekt gewesen wären, hieße das nicht, dass sie ihr Recht zu leben einfach verwirkt hätten. Abgesehen davon prangert sie auch ohnehin die Strategie der Verteidigung in diesem gesamten Prozess an. Diese hätten nämlich absichtlich versucht, Kitty und José als Monster darzustellen, sodass die Jury den Eindruck gewinnen könnte, dass es ja ohnehin egal ist, dass diese zwei Menschen jetzt nicht mehr da sind. Leslie Abramson dagegen eröffnet ihr Plädoyer, indem sie, wie sie sagt, sowohl der Staatsanwaltschaft als aber auch der Jury eine Einführung in rechtliche Notwehr gibt. Sie sagt nämlich, dass wenn jemand reale Angst hat, getötet oder wieder einmal vergewaltigt zu werden und sich deshalb selbst verteidigen muss, könne er allerhöchstens wegen Totschlags verurteilt werden. Aber wie immer am Ende eines Prozesses ist es die Jury, die entscheiden muss, wie das Urteil ausfällt. Es gibt in diesem Fall zwei, eine für Eric und eine für Lyle und beide ziehen sich nach dem Ende des Prozesses in ihre Beratungen zurück.
Es vergehen ein, zwei und dann auch noch eine dritte Woche, aber immer noch ist kein Urteil in Sicht. Was dann dafür spricht, umso länger eine Jury braucht, dass sie sich offensichtlich nicht einig werden. Nach 4 Wochen kommt zuerst die Jury von Eric zurück und teilt dem Richter mit, dass es keine Einigung gegeben und damit der Prozess für Eric gescheitert ist. Ein paar Tage später kommt auch die Jury von Lyle und verkündet dasselbe. Die Staatsanwaltschaft ist brüskiert und schockiert. Denn sie hatten einen wasserdichten Fall und jetzt wird sich die Jury nicht einig. Sofort kündigt die Staatsanwaltschaft allerdings ein Wiederaufnahmeverfahren an. Das Medieninteresse ist größer an diesem Fall als jemals zuvor und es war vorher schon wirklich riesengroß. Nicht zuletzt deswegen, weil der Prozess gescheitert und die Jury sich nicht auf ein Urteil einigen konnte, obwohl es ganz klar ist, dass es Lyle und Eric waren, die ihre Eltern erschossen haben. Das schlägt große Wellen. Nicht nur in Kalifornien, sondern auch über die Grenzen dieses Bundesstaates hinaus wird diskutiert, wie es denn sein kann, dass die Staatsanwaltschaft diesen Fall verloren hat. Andererseits darf man natürlich auch nicht vergessen, was die Verteidigung in diesem Prozess aufgebracht hat durch ihre Zeugen und es wird heiß diskutiert. Während Eric und Lyle im Gefängnis auf den Beginn ihres zweiten Prozesses warten, bekommt der Fall noch mehr Aufmerksamkeit und Schlagzeilen, als bekannt wird, dass ein Mann namens O.J. Simpson die Zelle neben Eric Menendez hat. Und während O.J. Simpson im Oktober 1995 freigesprochen wird, braucht die Staatsanwaltschaft jetzt unbedingt einen Sieg, denn der Freispruch von O.J. war der nächste Nagel im Sarg der Staatsanwaltschaft. Und dieses Mal müssen sie jetzt einen Schuldspruch bekommen, koste es, was es wolle. Deswegen wird auch ein neuer Staatsanwalt eingesetzt für das Wiederaufnahmeverfahren, nämlich David Cohn, ein sehr guter, aber auch, ja, so heißt es über ihn, eiskalter Generalstaatsanwalt, der sich diesen Fall nicht mehr entgleiten lassen möchte. Und was ihm dabei hilft, ist, dass das Gericht dieses Mal alle Zeugen der Verteidigung, die im ersten Prozess über das berichtet haben, was im Haus der Menendez los war, nicht zulassen wird. Ich habe wirklich versucht herauszufinden, wie es denn sein kann, dass diese ganzen Zeugen, die im ersten Prozess über diesen Missbrauch ausgesagt haben, einfach im zweiten nicht zugelassen worden sind. Ich konnte allerdings nichts Spezielles herausfinden. Ich habe nur gelesen, dass es hieß, diese Zeugen wären jetzt für den zweiten Prozess nicht mehr relevant. Tatsache ist auf jeden Fall, dass sowohl damals als auch heute es immer noch viele Menschen gibt, die das Gericht für diese Entscheidung unheimlich kritisiert haben. Es wurde gesagt, dass auch im zweiten Prozess der Jury genau dasselbe hätte vorgelegt und erzählt werden müssen, wie es im ersten war, denn ansonsten ist das kein fairer Prozess. Anfang März 1996 ist aber dann auch dieser zweite Prozess abgeschlossen und schon eine Woche später kommt die Jury mit einem Ergebnis und endgültigen Urteil zurück. Lyle und Eric Menendez werden für den Mord an ihren Eltern zu lebenslanger Haft ohne die Chance auf Bewährung verurteilt. Die Staatsanwaltschaft triumphiert. Sie hatte ja auch, bevor dieser zweite Prozess anfing, die Todesstrafe für beide gefordert. Wie ich finde, ein sehr riskantes Unterfangen, wenn der erste Prozess schon gescheitert ist. Aber Staatsanwalt Cohn hat einfach nochmal hier eins draufgesetzt, wenn man das so sagen darf. Nachdem die beiden dann schuldig gesprochen worden sind, wurde die Todesstrafe dann aber im Nachgang noch abgewiesen. Lyle und Eric müssen auf jeden Fall den Rest ihres Lebens im Gefängnis verbringen, ohne die Chance auf Bewährung zu haben. Inzwischen sind die beiden seit über 27 Jahren hinter Gittern. Beide haben in Haft geheiratet und bekommen regelmäßig von Anfang an bis heute noch Besuch von ihren Familienmitgliedern, sowohl von der Seite ihrer Mutter als auch von der Seite ihres Vaters. Eric hat nach vielen Jahren einmal ein Interview aus dem Gefängnis herausgegeben und der Reporter hat ihn gefragt, ob er etwas anders machen würde, wenn er noch einmal zurück könnte. Und Eric hat daraufhin gesagt, ja, eine Sache würde ich anders machen. Ich würde nicht meine Eltern erschießen, sondern mich selbst. Ja, ich weiß, das war jetzt sehr lang und sehr viel, meine Lieben, aber wie immer am Ende meiner Videos möchte ich natürlich euch auch meine Meinung nicht vorenthalten.
Und in diesem Fall muss ich sagen, dass es für mich ganz persönlich so war, dass die Aussagen von Eric und Lyle im Zeugenstand, aber auch die der vielen, vielen anderen Zeugen, die dort ausgesagt haben über das, was in diesem Haus passiert ist, für mich sehr erhellend waren. Sie haben mir so ein bisschen die Fragezeichen aus dem Gesicht weggenommen. Ich konnte durch diesen Prozess und durch das, was da für die Verteidigung ausgesagt wurde, ein wenig klarer sehen. Ich glaube nicht, dass Missbrauch eine Rechtfertigung für Mord ist. Ich glaube aber sehr wohl, dass ein Kind eine unfassbare Angst entwickeln kann, wenn es über so viele Jahre hinweg vom eigenen Vater so schwer missbraucht wird, wie es für mich ganz persönlich in diesem Prozess bewiesen worden ist. Und dass genau so etwas im schlimmsten Fall genau zu dem führen kann, was wir hier erlebt haben. Missbrauch ist keine Entschuldigung für Mord. In diesem Fall ist es aber wohl eine Erklärung. Hätte ich also Lyle und Eric verurteilt, wenn es meine Entscheidung gewesen wäre? Ja, auf jeden Fall hätte ich das. Hätte ich sie lebenslänglich ohne die Chance auf Bewährung für immer hinter Gitter geschickt? Ich persönlich hätte das nicht. Dieser Fall zeigt meiner Meinung nach eine Sache in aller Deutlichkeit auf. Nämlich, dass der schöne Schein trügt und dass auch hinter der Fassade einer intakt glücklichen Familie und auch hinter den Mauern einer schönen weißen Villa Kinder sehr wohl missbraucht werden können. Für viele allerdings sind die Menendez-Brüder nach wie vor einfach nichts weiter als eiskalte Killer, die ihre Eltern aus Habgier erschossen haben und deren Plan jetzt schief ging und sie deswegen einfach für den Rest ihres Lebens hinter Gittern sitzen. Ganz ehrlich, wenn es so schlimm gewesen ist zu Hause, wieso sind sie nicht weggegangen? Und wenn dieser Missbrauch wirklich stimmt, warum haben sie dann niemals irgendjemandem etwas erzählt? Und ich finde ganz ehrlich, dass diese Frage sehr wohl berechtigt ist. Und ich glaube, dass man das vielleicht nur dann verstehen kann, vorausgesetzt natürlich, man glaubt diesen Missbrauch, der da stattgefunden hat, was ich zu 100% tue. Ich glaube, man muss verstehen, wie missbrauchte Kinder handeln. Nicht nur, wenn sie Kinder sind, sondern auch, wenn sie Erwachsene sind. Ich bin kein Psychologe, ich weiß das nicht, aber ich habe schon viele Sachbücher gelesen, wo ich immer wieder über dieses Thema gestolpert bin. Und ich glaube, dass da es sehr, sehr gute Gründe dafür gibt, dass solche Kinder nicht weglaufen und dass sie eben nichts sagen. Zum Abschluss dieses Videos möchte ich einmal Lyles Statement dazu vorlesen, denn genau das, warum sie nicht gegangen sind und warum sie nichts gesagt haben als Kinder oder Jugendliche, genau diese Frage ist Lyle nämlich im Gefängnis von einem Reporter gestellt worden. Der Stress und der Schmerz in meiner Familie waren Geheimnisse, die wir nicht mit uns oder mit anderen teilten. Davonlaufen war für mich und meinen Bruder niemals eine Option. Am Ende denke ich, dass dieser Fall jetzt genauso auch wie in den letzten 3 Jahrzehnten die Meinungen spaltet. Und dementsprechend bin ich natürlich auch sehr gespannt darauf, was ihr dazu sagt. Ich weiß, meine Lieben, das war jetzt sehr lang und sehr viel. Das ist immer so, wenn ich einen Fall bespreche, wo es einen Gerichtsprozess gibt. Es gibt da immer sehr, sehr viel zu sagen, sehr, sehr viele Kleinigkeiten, wo man mit einbaut. Aber wenn ich so lange Videos mache, dann kommt es eben auch oftmals vor, dass ich mich wiederhole, dass ihr den roten Faden nicht verliert. Denn es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, wie wenn ihr so mit Informationen voll seid, dass ihr den Faden nicht mehr beibehalten könnt. Deswegen wiederhole ich oftmals hier und da etwas, um euch einfach wieder daran zu erinnern. Deswegen, ich hoffe, dass es für euch okay war und dass ihr euch jetzt auch irgendwie aufgrund des Videos eine Meinung bilden könnt. Schreibt die mir gerne unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr zum Fall von Lyle und Eric Menendez und dem abschließenden Urteil natürlich, das gefällt wurde, sagt. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video ganz bald wiedersehen. Bis dahin, macht's gut.